Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Teil. Oh mein Gott. Berlin versinkt im Chaos. Alles brennt. Ja, so oder so ähnlich. Auf jeden Fall bin ich heute an einem Kiosk vorbeigelaufen und da am Eingang sind immer so die Titelblätter von den jeweiligen Zeitungen. Es ist echt cool, was da alles stand so. Also, im ersten so, keine Ahnung, Brandanschlag auf die S-Bahn, oh mein Gott, und dann Berlin im Chaos und und alles Mögliche und oh mein Gott, wie kann das nur so einfach sein und irgendwie jede einzelne Zeitung verdammt nochmal regt sich über diese Scheiße auf. Ja gut, mich pisst es auch an, weil ich bin nun mal auf diese gottverdammte Ringbahn angewiesen, wenn ich nach Hause kommen will. Ja gut, es gibt ja zum Glück noch immer die U8, die fährt. Dann muss ich eben mit der U8 fahren, was ich eigentlich auch nicht will, weil das scheiße lange dauert. Aber egal, ich habe in der U8 eine Person gesehen, die mir relativ bekannt vorkam. Ich weiß jetzt nicht, ob diese Person es auch wirklich war, aber ich bin umgekippt. Wie sage ich das? Also, YouTuberin, soweit ich weiß. Und keine Ahnung, ob sie es war. Auf jeden Fall, ich bin in die U-Bahn eingestiegen, habe mich hingesetzt und vor mir saß dann eben eine, die eine Brille trug, rote Haare hatte und gelegentlich bei, wie heißt das, hier was geht ab? Oder war das das? Diese Nachrichten, ihr kennt schon diese Nachrichten, so, diese Short. Short-Nachrichten und irgendwie sowas. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sah die verdammt nochmal genauso aus. Die Brille stimmte, das Gesicht stimmte, die Haarfarbe stimmte. Eigentlich stimmte alles. Ob das nun. Ich hab mich gerade geheilt. Ja, war schon ein bisschen komisch. So, und dann, scheiße. Erstmal so im ersten Moment so, hä? Wo habe ich das gesehen? Dieses Gesicht, das kommt mir so bekannt vor. Verdammt. Ratter nachgedacht und, oh. Kann sein, ne? Kann sein. Also ich weiß nicht, ob es so ist, aber auf jeden Fall die Ähnlichkeit, also wenn es war, okay, dann freue ich mich einen Cola-Keks, beiß die Ecken ab. Wenn nicht, dann gibt es eine verdammt große Ähnlichkeit. So eine Art Fehler in der Matrix. Naja, mehr oder weniger. Ja, schon lustig. Und das nur, weil ich an diesem Tag die U8 nehmen wollte, also heute. Weil Ringbahn fährt ja nicht, weil Brandanschlag und Berlin versinkt im Chaos und so. Und alle sterben. Keine Ahnung. Als ich dann zu Hause angekommen bin, habe ich mal auf Facebook geschaut. Ja, auch sehr schön, was man dort sieht. Und zwar der erste Kommentar, der mir ins Gesicht gesprungen ist und mir gesagt hat, bitte, bitte, erwähne mich in deinem Video. Na gut, das hat der Kommentar nicht zu mir gesagt, aber ich stelle mir das einfach mal so vor, als wäre das so passiert. Egal. Und zwar, ey, hier irgendeinen Namen einfügen. Schau mal bis Ende. Okay. Der Kommentar ging übrigens nicht an mich, also, ne? Der ging an eine andere Person, aber ich dachte mir so, Gottverdammt, wie oft können Leute im Deutschunterricht fehlen, dass man sowas schreiben kann? Schau mal bis Ende. Das ist genauso wie, wo warst du gestern? Ich war Aldi. Oder ich schlag dich Krankenhaus. Noch immer so ein Favorit. Es ist genauso. Leute, was soll das? Es ist nur ein gottverdammtes Wort, das fehlt. Das einfach mal hinzusetzen reicht und es wäre richtig gewesen, aber zu sagen, ich schau bis Ende oder ich geh Aldi und ich schlag dich Krankenhaus. Weißt du, oder irgendwas anderes eben so. Da, keine Ahnung, wie sieht denn bei denen ein Referat in Deutsch aus? Beispielsweise Buchvorstellung oder so. Dann stellen sie sich doch auch nicht da vorne hin und sagen, Alter, weißt du, ich habe Buch gelesen, zwar 3 Seiten, hat 300, egal, aber ich habe Buch gelesen. Weißt du, ist gutes Buch, da gibt's so Frau, keine Ahnung, die sagt irgendwie so, Alter, lass mich in Ruhe oder so, keine Ahnung, Mann will sie haben, sie will aber Mann nicht haben oder so, keine Ahnung, ich habe Handlung nicht verstanden. Weißt du, und dann sagt Frau so zu dem Mann, Alter, komm her, ich gib's dir gleich mal. Okay, gut, das nimmt jetzt eine komische Wendung. Egal, aber weil die stellen sich doch auch nicht da vorne hin und erzählen das so oder schreiben das genauso hin. Naja, gut, vielleicht bei dem einen oder anderen, aber beim Großteil
keine Ahnung. Klingt das ein bisschen komisch. Und was auch eine richtig krasse Ausrede ist, so was, die auch ein paar Mal in Tanky schon gekommen ist, als ich da mal in die Kommentare, sondern mal in den Chatverlauf geblickt habe, was da so alles geschrieben wird. Also, ich weiß nicht, wenn in einem Satz so Pi mal Daumen 10 Fehler sind, dann sollte man sich Gedanken machen. Vor allem, wenn dieser Satz gerade mal 10 Wörter hat, egal. Auf jeden Fall, schreibt man dann so, ey, nimm dir mal einen Duden. Und was kommt dann als Antwort? Ich muss nicht richtig schreiben können, es sind Ferien. Was? Was? Was ist das für eine Antwort? Ich muss nicht richtig schreiben, weil es Ferien sind. Gott! Das ist genauso wie dieses... Ach, schon wieder eine 6. YOLO, man lebt ja nur einmal, ne? Was soll das? Was ist das? Was ist das? Was ist los mit euch? Also, ja, keine Ahnung. Für mich ist das ein bisschen so komisch. Der Glaube an die Menschheit, der schon lange tot hat, sich irgendwie geköpft oder, keine Ahnung, ein Pferd genommen, Strick und dann gesagt, hüa hopp, und dann war er tot und... Der gesunde Menschenverstand, ja, keine Ahnung, vielleicht finde ich den mal irgendwann. Bei mir fehlt er übrigens auch schon. Nein, Spaß! Mit mir ist alles okay. Naja, gut. Meistens. Jo, ansonsten. Also, ich weiß nicht, aber keine Ahnung. Das ist so ein Schulhofdeutsch, so mehr oder weniger. Also, wenn man dann mal so in der Bahn ist und... Genau, so sprechen die dann auch. Wieso schreiben? Ich geh Aldi. Was, Mülltüte? Ich geb dir Mülltüte. Keine Ahnung, aber es ist halt irgendwie so. Und wenn sie dann mal ein Gedicht vorlesen sollen, dann kommt die Frage, Alter, ist kein richtiges Deutsch, was schreibt er da? So, keine Ahnung, aber ich weiß nicht, das ist ein bisschen komisch so. Vielleicht ist das schon... was habe ich gerade gesagt? Vielleicht ist das dann... Voll gefällt die Melodie gerade. Okay, ja, auf jeden Fall ein bisschen komisch. Echt ein bisschen komisch. So. Naja, egal. Ja, das war's irgendwie schon so. Also Bahnstory habe ich erzählt, was mir heute passiert ist. Gott verdammt! Weißt du, mir passiert monatelang nichts mehr und jetzt auf einmal sowas. Hier brennt das, da triffst du die und die und dann passiert sowas und aua. Und keine Ahnung. Und, na, weiß ich nicht. Das ist halt ein bisschen, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Stirb. Ja. Jo, ansonsten kennt ihr auch so Leute, die halt auch so ein bisschen so, Alter, was ist los mit euch? Komm mal her, komm klar, Junge, Alter, ich schlag dich Krankenhaus, fass mich an und du bist Krankenhaus. So, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall... Wie oft habe ich jetzt so keine Ahnung gesagt? Keine Ahnung. Okay, gut. Oh Gott. Das hat sich sicherlich wie so eine Mischung aus Hobbit, Gollum und einem Gnom angehört. Was hat ein Gnom damit zu tun? Egal. Jo, nicht vergessen, ich muss heute... Das ist jetzt eine Notiz an mich, damit ich das nicht vergesse. Nicht vergessen, heute nochmal LOL aufnehmen, Final Fantasy mal wieder aufnehmen, Final Fantasy verlängern... Weil Key schon fast abgelaufen ist. Die Spielzeit abgelaufen. Key muss ich wieder, ne? Egal. Und, Newsland! Darf ja auch nicht fehlen. Ah, ich hätte... Da fuck. Ich hätte Opernsänger werden sollen. Nein, okay, lieber nicht. Aber irgendwann wird der Tag kommen, an dem ich in der Bahn sitze und mich irgendeiner erkennt und sagt, ach du Scheiße, wieso bin ich nur in dieser Bahn gelandet? Na, okay. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, die IFA am 6.9. bin ich da. Ist so eine komische Messe für irgendwelche komischen Leute, die da komische Geräte zeigen. Komisch. Und dachte mir so, okay, gehst du mal dahin, wenn du schon zu Gamescom nicht kannst, dann wenigstens auf diese Messe. Weil ISO Osi. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, ansonsten, wer von euch wohnt denn in Berlin? Nur mal so als kleine Frage mal in die Runde. Gut, okay, 90% werden eh irgendeinen Ort nennen, den ich nicht kenne und von dem ich nicht mal gewusst habe, dass es den gibt. So eine komische Stadt wie Bielefeld gibt's ja angeblich nicht.
Wobei, die soll es ja angeblich irgendwie geben, aber gibt es nicht und keine Ahnung. Irgendwie, mich hat's auch irgendwie ein bisschen gewundert, irgendwie so eine Verschwörungstheorie, dass es Bielefeld eigentlich nicht geben kann. Ich dachte mir so, what the fuck, was ist mit den Leuten nicht in Ordnung? Ey, was stellen die für Theorien auf? So, hä? Ich habe das irgendwie nicht verstanden, aber ist ja auch egal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall soll es das irgendwie nicht geben und Verschwörung hier, Verschwörung da. Ein bisschen komisch.